Ich grüße Sie und euch alle ganz herzlich in diesen aufwühlenden Zeiten. Das Coronavirus sorgt dafür, dass unser Leben in Unordnung gerät, dass wir in einen neuen Alltag uns langsam einfinden müssen, der uns aber Tag für Tag auch immer weiter überfordert. Von daher müssen auch wir in der Pfarrgemeinde schauen, wie wir mit den Herausforderungen der Gegenwart umgehen können. Seit dem vergangenen Sonntag finden keine Gottesdienste mehr in unseren Kirchen statt. Alle Häuser der Pfarrei sind geschlossen. Wir bitten auch davon, Abstand zu nehmen, unser Pastoralbüro zu besuchen. Rufen Sie uns aber gerne an oder schreiben Sie Mails. Taufen, weitere Gottesdienste, Hochzeiten können jetzt erstmal bis zum Ende der Osterferien nicht mehr stattfinden. Was stattfinden sollen, sind Beerdigungen. Die wollen wir weiterhin ermöglichen, allerdings nicht in Form eines Gottesdienstes in Kirche oder Friedhofskapelle, sondern unter freiem Himmel. Wir treffen uns dann direkt auf dem Friedhof. Wir bitten die Menschen, einen gewissen Abstand voneinander zu halten, sodass wir dort in gebotener Kürze, aber doch würdig von unseren lieben Verstorbenen Abschied nehmen können. Das, was wir in diesen Tagen leisten können, ist das Gebet für uns, aber auch füreinander. Dass wir uns deutlich machen, dass auch wenn wir uns zurückziehen in unser Privatleben, dass wir doch aneinander denken und füreinander da sein wollen. Wir versprechen Ihnen, zeitnah Informationen zu geben auf unserer Homepage, wenn wir in unserer Pfarrgemeinde neue Entscheidungen zu treffen haben. Ich grüße Sie herzlich, Ihr Pfarrer Michael Ostholthoff.